Jetzt möchte ich dir zeigen, wie man die fertige Webseite dann auch speichern kann, exportieren kann, damit du sie dann auch schön in deinem Browser anschauen kannst. Also hier ist dieses fertige Excel-Projekt und ich klicke dann hier auf File, dann Export, Webseite und wähle mir hier ZIP-Datei. Ich werde dann gefragt, wo ich das speichern möchte und nehme das hier zum Beispiel an Griechenland. Griechenland, sondern Griechenland. Und erzeugt mir dann hier unten, sehe ich das, ein ZIP-File. Klicke auf Speichern. Hat es mir gespeichert unter diesem Pfad. Gehe dort hinein und sehe dann, dass er mir hier eine ZIP-Datei erzeugt hat. Ich filter das eh. Rechte Maustaste, alle extrahieren. Belasse den Pfad, klicke auf Extrahieren und erzeugt mir hier einen Ordner. In diesem Ordner sind alle Dateien, die zu meinem Projekt gehören. Also inklusive der MP3-Datei, inklusive hier dieses Video-Files. Also alles, da ist alles drinnen letztlich, was man für die Webseite benötigt. Und jetzt gilt es dann nur noch die index.html-Datei zu finden. Das ist diese hier. Wenn man da einen Doppelklick drauf macht, kann man sich die eigene Homepage dann schon betrachten. Man hat einen Doppelklick. Und ich sehe hier diese aus meiner Sicht tolle Homepage. Gehe hier zum Beispiel auf Video-Audio, habe hier dann dieses Video-File. Hier die Es Audiodatei, gibt heute eine große. habe hier meine Karte, die ich dann erstellt habe, hier mit der Lupe, habe hier den Wiki-Artikel, den ich eingebunden habe und habe hier die externe Webseite, die ich dann hier eingebunden habe. Ich kann auch hier einfach auf Voriges gehen, Voriges und ich blätter dann hier weiter und nächstes. Und so kann man in sehr einfacher Art und Weise eine Webseite erzeugen. Brauchst du jetzt praktisch nur noch einen Webspace, das heißt einen Platz auf einem Server, auf den du diese Webseite raufladen kannst und schon können alle deine Webseite dann dementsprechend dann betrachten. Ich hoffe, diese paar Videos, diese 7 Videos haben dir geholfen, einen ersten Einstieg in Excel Learning zu finden. Excel Learning hat noch eine Reihe weiterer sogenannter iDevices. Probier es einfach einmal aus und schau, was für dich hilfreich sein könnte, um deine Inhalte, die du anderen Menschen zeigen möchtest, gut vermitteln zu können. Viel Spaß mit Excel Learning wünsche ich dir.